Jo Leute, mein Name ist Saik, ich hoffe alles gut bei euch. Willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich werde jetzt hier täglich Videos auf meinem Kanal hochladen, wie ich abnehme. Wie kommt es dazu? Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meinem Körper. Ich bin sehr, sehr übergewichtigt, fett. Ich wiege 130 Kilo. Mein Wunschziel ist bei 90. Und jetzt werde ich euch täglich mitnehmen, wie ich laufen gehe, wie ich Sport mache, wie ich esse, einkaufe etc. Damit ihr das alles mitverfolgen könnt, falls ihr darauf Bock habt, wenn nicht, okay. Es kommen auch noch andere Videos auf dem Kanal, aber es muss was getan werden. Ich will nicht mehr fett sein. Ich würde euch jetzt auch hier, ich könnte jetzt hier auch oberkörperfrei dastehen und zeigen, wie ich aussehe. Nee, dann werde ich gestrikt, mein Kanal ist weg, weil es ist einfach nicht ästhetisch. Und deswegen, ihr kommt heute mit, wir gehen heute zum Friseur, weil wenn ich meine Haare geschnitten habe, wiege ich wahrscheinlich schon 1, 2 Kilo weniger. Dann gehen wir einkaufen, dann machen wir nachher Homeworkouts und gehen noch laufen. Und das ziehen wir so eine Woche durch und wenn ich dann sehe, okay, ich habe die Motivation, dann melden wir uns natürlich noch bei McFit an. Und dann nehme ich euch da auch mit. Ich bin kein Profisportler. Also wer denkt, er kann Muskeln aufbauen, bei dem, wenn er sich dieses Video anguckt, nein, ich versuche das ein bisschen mit Humor, dies, das alles zu gestalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt, wenn euch das gefällt und die Glocke aktiviert. Jo, also ich nehme euch jetzt überall mit. Auch wenn ich so, nächste Woche fahre ich nach Hamburg, dann kommt ihr mit nach Hamburg in den Heidepark. Freitag geht's ins Erdbeerhof. Da nehme ich euch überall mit und ja, es freut mich. Peace, Love, Liebe. Yo, ich war jetzt beim Friseur, gehe jetzt einkaufen, wiege jetzt wahrscheinlich auch gleich ein Kilo weniger. Also sind das jetzt nur noch 129 Kilo, die ich drauf habe. Erster Tag, fängt gut an. Ja, mein Problem ist eigentlich immer, dass ich so süße Sachen trinke. Ich liebe süß Eistee und so. Muss ich natürlich sehr stark reduzieren. Viel mehr Wasser trinken, nicht mehr Tiefkühlpizza und Lasagne, weil es einfach geht, weil man auch keinen Bock hat zu kochen. Aber dann nehmen wir euch jetzt auch überall mit. Jetzt gehen wir da jetzt auch erstmal zu Rewe. Gucken wir, was wir da einkaufen können. Heute habe ich Bock, ein bisschen Dönerfleisch zu machen. Auf meine Art. Werdet ihr ja natürlich auch nachher alles sehen. Jo, jetzt zu Hause angekommen. Und das habe ich heute eingekauft. Knuspriges Müsli für morgen. Ja, schmackhaft. Ja, warte mal, kann man das hier irgendwie so stellen? Da sieht man mich halt mehr so. Mein Doppelkinn ist aber auch ganz schön. Wollen wir ja weg haben. Tomatenmark. Einmal mit Knoblauch und einmal ohne. Mozzarella. Hähnchenbrustfilet. Das schneiden wir heute klein. Lasst euch überraschen. Brustfilet Hähnchen für meinen Hund mit Reis. Muss ich auch noch gleich gucken. Brot zum Snacken, eigentlich mag ich Weißbrot, ja, aber wir nehmen es ja ernst. Und zweimal Prosciutto. Ist jetzt nicht alles für mich, meine Eltern essen auch mit. Ich will euch mal sagen, ich bin kein Fitnesskoch, ich bin so kein Koch, ich mache das einfach nur, was ich denke, was cool ist und mir schmeckt. Hier der Tomatenmark, saftig und knaftig, richtig und wichtig. Jo, jetzt ist mein Essen fertig. Hier schön mit Mozzarella. Das ist so wie Dönerfleisch. Schmeckt wirklich der Hammer. Mit einem eiskalten, schönen Wasser. Warte mal, wir probieren einmal kurz das Fleisch. Ihr seid dabei. Der Hammer, Leute, wirklich. Eins mit Sternchen. Gut. Ich snack das jetzt einmal durch. Macht ein bisschen Ruhepause. Geh nochmal mit dem Hündchen. Gib dem Hund das Essen, weil das muss noch abkühlen. Und dann gehen wir joggen und Homeoffice, Homeworkouts, you're nice. Jo, jetzt haben wir verdaut, jetzt machen wir ein paar Homeworkouts mit Ringfit. Ist ein Spiel für die Nintendo Switch. Ist eigentlich ganz cool. Werden auch coole Sachen gemacht, die man machen kann. Jetzt, das machen wir jetzt 20 bis 30 Minuten. Danach gehen wir dann noch einmal hier rumjoggen. Das sind 1 bis 2 Kilometer. Und ja, jetzt gucken wir uns den ganzen Hasen mal ein bisschen an, ne? Bestätigen, nein, zurück. Mann! Kinder sollten nur, ja. Meine Eltern sind nicht da, also ich mach das jetzt so schnell. Hallo, hallo. Ja. Fertig, los.
Achso, ich soll das immer ganz nett so drücken. Alter. Oh. 50 Mal, Rang C plus. Schon mal besser wie in der Schule. Oberarmset. Was ist denn das jetzt? Halt den. The Rock macht das auch jeden Tag mit Cristiano Ronaldo. Alter. Leute, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Jetzt bin ich bei Call of Duty. Zieh. Sniper. Gibt's hier auch Bauchtraining? Der muss weg. Sollen das? Was ist das jetzt? Genki Gama, Son Goku, du kriegst jetzt... Oh mein Gott. Alter, das geht ja richtig in die Beine. Lieber Ziel und der Mut zeigen. Ja, Leute, ich geh jetzt noch was trinken, mach mich kurz frisch und dann geht's laufen. Bis gleich. Jo, und jetzt sind wir angekommen zum Joggen. Ich jogge jetzt hier. Ich habe geguckt, die Strecke sind 2,3 Kilometer. Werde ich wahrscheinlich nicht durchjoggen können. Da ist auch dann so ein bisschen die Raucherlunge. Und weil ich auch einfach fett bin. Aber wir versuchen so viel wie möglich. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit. Schön langsames Tempo. Ich werde bestimmt schon nach 100 Metern einfach vor mir gehen. So ein Sauerstoffzelt. Wiederbelebung. Ihr wisst, wie der Scheiß läuft. Aber wir sind jetzt dabei. Und der erste Tag ist gar nicht das Schlimme, sondern das Durchziehen. Wenn man durchzieht, dann wird's auch. Ist eine Kopfsache. Ich kann dich nicht hören, du bist zu fett. Aber die Arbeit zu Cristiano Ronaldos Körper wird ein bisschen dauern. Die nehme ich gleich ein. Alter, ich brauche ein Sauerstoffzelt. Sauerstoffzelt, bitte! Bitte! Jo, haben wir jetzt noch ein paar Sprints gemacht. Bin 1,5 Kilometer gejoggt. Hab jetzt noch ein paar Sprints durchgezogen. Und ja, bin völlig fertig. Aber war geil, hat Spaß gemacht. Morgen das Neue. Versuchen uns jeden Tag ein bisschen zu steigern. Klar, ich konnte jetzt die 1,5 Kilometer nicht durchjoggen. Aber man muss dazu sagen, es ist schon mal besser als gar nichts. Man fängt klein an. Geht hoch, so wird das auch alles. Die Sprints waren für mich, weil ich war früher eigentlich echt schnell und jetzt immer weiter und weiter und weiter. Jeden Tag versuchen wir was anderes zu machen. Klar, irgendwann wiederholen sich die Übungen, aber ich würde mich auf jeden Fall über ein Like, ein Abo freuen, einen Kommentar, wenn euch das gefallen hat. Und vielleicht auch Ideen, was man kochen kann. Damit ich auch mehr wissen kann, weil ich bin jetzt wie gesagt ganz neu und will einfach nur
paar Kilo schön runter machen, weil ich mich nicht wohl fühle. Ich fühle mich nicht wohl, man sollte es nicht für andere Leute machen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause, ganz kalt duschen, danach ein bisschen Fortnite-Video schneiden. Und ja, ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Peace.